Leute, und damit willkommen zurück hier in World Racing zum Finale der Top 100 Saison. Die letzten beiden Rennen stehen bevor. Die Alpen, das ist das nächste. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder ein Fahrzeug, geländegängiges Fahrzeug. Das geht da oben am besten. Ja, der wäre auch mal cool zu fahren, aber das. Den oder den? Den. Wir nehmen mal den hier. So, auf geht's. Zwei Runden. Okay, wenn man kurz Luft, kommt man besser weg am Start, alles klar. Ah, ich glaube, es kommt doch aufs Fahrzeug an. Ja, wieder so eine Sprintstrecke, sag ich. Müsste man hier mal so ein Sportfahrzeug nehmen. Obwohl, der schafft auch ganz schön. Der ist jetzt auf 230. Na gut, hätte man vielleicht noch ein anderes Ding. Ich glaube, das wird doch da oben hoch irgendwann verschneit. So wie ich mich erinnern kann. Da ich bin jetzt auch zielstrebig, will jetzt auch dieses Spiel so langsam und sicher mal durchgespielt haben. Aber das ist noch ein weiter Weg. Wir schaffen heute so in etwa die 50% vom Status her. Und es sind ja 16 Meisterschaften und in der 8. sind wir im Augenblick. Ach schön, wir fahren mal wieder durch das Dorf. Da waren wir in der einen Prüfung mal gewesen. Das war doch hier so komisch. Oder nee, fahren wir gerade durch. Ja, das ging jetzt nicht anders, tut mir leid. Ja, in der Ecke hier waren wir noch nicht so oft. Ah, schon ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ja, macht den Fehler, ich bremse bei Gelb. Das sollte man auch nicht unbedingt tun, weil Gelb kannst du normalerweise, wenn du es ordentlich machst, so um die Vorkurven fahren. So, ne, die war auch nicht perfekt, die Kurve. Jo, Leute, wir haben ja schon einen ziemlich großen Vorsprung jetzt in der Meisterschaft. Da wir in Australien und auch überraschenderweise in Japan gewonnen haben. Wenn das jetzt hier mit dem Sieg klappt, da sind es dann schon 7 Siege in 8 Rennen. Im ersten Rennen hat es ja nicht geklappt, weil uns die KI in der Stadt eine krasse Falle gestellt hat. Die müssen einen Unfall gehabt haben dadurch ein parkendes Auto auf die Straße geschoben und ich bin volle Kanne dagegen gerasselt. Schaut euch einfach den entsprechenden Part an. Ich glaube, zwei Parts vorher war das. Die Falle der KI oder so heißt der Part. So, hier kann man richtig sprinten auf dem Abschnitt. Das ist auch so eine richtige Teststrecke, ist das. So, und so schnell macht man sich das kaputt. So schnell
macht man sich Vorsprung und alles kaputt. Das müssen wir nochmal richtig fighten. Und seht ihr mal, wie krass der Vorsprung schon gewesen ist. Einfach Fahrfehler von mir. Einfach dumm geredet. Zurückgeredet und nicht richtig aufgepasst. Es war einfach reiner Schusslichkeitsfehler, der überhaupt nicht sein muss. Aber es ist krass, dass unser Vorsprung jetzt trotzdem noch reicht. Seht ihr mal, was wir an Vorsprung rausgefahren haben? Ich denke, wenn wir das jetzt hier wirklich noch gewinnen oder Zweiter werden, dann ist die Meisterschaft auch entschieden. Wie gesagt, ich habe mich ja auch entschlossen, euch ein bisschen mehr von den Fahrzeugen zu zeigen. Deswegen versuche ich immer die Meisterschaft so ein bisschen früh in meine Richtung zu lenken. Letztens haben wir auch mit dem Cabrio, nee Quatsch, doch, zwei Rennen sind wir doch mit dem Cabrio zum Beispiel gefahren, das haben wir auch, ist auch nie benutzt. Wir haben schon wieder einen riesen Vorsprung, auf Schwierigkeit ist wie gesagt nach wie vor auf 80%. So. Jo, haben wir eine schöne Delle jetzt hinten drin. So, naja, wenn wir das dann hier die abgeschlossen haben, im nächsten Part gibt es dann wie gewohnt nach der Meisterschaft wieder die Missionen, die sich dann bis dahin angesammelt haben, die neuen. Und das erstmal der Sieg im 7. Rennen. Jo, und damit dürfte das doch entschieden sein, obwohl wir auch wieder einen gravierenden Fehler hatten. So, na, also immerhin über 2 Sekunden Vorsprung. Ja, da war ja auch so eine Mission, wo man das haben muss. Ach, das ist entschieden. Jeanette und Xavi machen noch einen dritten Platz unter sich aus, aber da muss schon viel passieren, damit sich das noch irgendwie ändert. So, was ist denn das letzte eigentlich? Nevada, was können wir denn da von Auto nehmen? Da wäre der nicht schlecht. Ja, das hatten wir letztens. Ach, wisst ihr was? Wir fahren mit dem C111. Das fahren sie alle mit dem, oder? Krass, auch so die Fahrzeuge haben sogar eine Innenansicht. Ja, sind natürlich überhaupt nicht keine Fahrzeuge für unwegsames, für unbefestigte Straßen. Boah, Glück gehabt, dass da keine Gegenstände, großartig, keine großen Gegenstände mit Kollisionsabfrage waren.
wäre vielleicht ein Geländefahrzeug besser gewesen. Zieht er an uns vorbei. Steht uns noch im Weg. Boah, ist ganz schön. Das ist ganz schön nochmal konzentrationsraubend. Das war auch nicht gut gefahren. Ein auch etwas schwierigerer Kurs. Also jetzt, wir sind in den engen Kurven eindeutig schneller. Da haben wir uns gerade richtig Vorsprung rausgefahren, wollte ich gerade sagen. Der jetzt gerade schon wieder futsch gegangen ist. Ach, selbst der ist immer noch ein ganzes Stück da. Wieder dieser lange unbefestigte Abschnitt. Wie gesagt, ich kenne die Strecke vorher nicht. Ich fahre die vorher nicht im Training oder so ab. Seht ihr ja. Wie gesagt, die Locations wiederholen sich zwar, aber doch die Strecken, weil wir ja nicht alles kennen von der Karte, ist das immer wieder überraschend, wie hübsch das hier zum Teil gestaltet ist. Ja, ist natürlich wirklich toll, mit solchen Fahrzeugen ins Gelände zu fahren, wobei das überhaupt keine Geländefahrzeuge sind, das merkt man hier auch. Sie sind halt wirklich für Asphalt konzipiert. Boah, Glück, dass wir die Leitplanke hier nicht mitnehmen.
So, jetzt nehmen wir die aber vernünftig, die Kurve hier. Nee, stimmt gar nicht, war die andere, die wir da nicht so gekriegt haben. So, na, ganz entschieden ist noch nicht, der Hintere ist noch an uns dran. Wieder ein bisschen Zeit gekostet, so das war die böse Kurve, die wir ja nicht gekriegt haben. Aber es reicht trotzdem zum Sieg, trotz einiger Fahrfehler gewinnen wir auch souverän die Meisterschaft. Die ersten beiden Rennen super spannend, danach haben wir es dann doch eher für uns entschieden. So, wieder so knapp ein Vorsprung. Also die KI wird und wird besser. Oh ja, deutlich, deutlicher Vorsprung. So, Platzierung in 97, Erfahrung 100%. Letzte Saison Testfahrerturnier. Das ist dann die nächste Meisterschaft. Bis Status 10, bis Driver Number 1 geht das. Und wir sind auf, ja, wir haben doch drei vor uns. Driver, Tom ist Fahrer Nummer 1, okay. So, wir gehen erstmal hier weiter. Und ich würde sagen, bis heute sind heute wieder fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, schaltet doch einfach im nächsten World Racing Video wieder ein. Bis dahin, haut rein, euer Felix, der Weise.